Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag, 9 Uhr, seit 6:30 sitze ich und habe mir das Star Citizen Live mit Petro angeschaut, in der Annahme, dass das ja mal schnell in einer Stunde erledigt sei. Aber es ist doch eine andere Qualität als die bisherigen Star Citizen Lives, ja, wo man, die ich mir durchschaue, nebenbei ein paar Informationen aufschreibe und dann schneide ich das in, was weiß ich, einem 10 oder 15 Minuten langen Video zusammen. Das hier, das ist wirklich was Besonderes, wo ich auch denke, das werde ich bei der nächsten ISC-Pause nochmal für die Community aufarbeiten und den dann auch rausbringen als Ersatz für das Inside Star Citizen. Es geht um Pedro Camacho, der zu Besuch ist in diesem Star Citizen Live, sich sichtlich unwohl fühlt dabei, aber dennoch die Stunde durchzieht. Also dafür Hut ab, der ist so ein ganz klassischer Künstler, wie er im Buche steht. Also ganz, ganz toll, ganz menschlich, diese Folge. Und ich werde ja wahrscheinlich das nicht großartig zusammenschneiden, sondern durchlaufen lassen und nebenbei moderieren, was gerade erzählt wird, weil man kann das schlecht zusammenfassen, weil ganz, ganz viel eben live bei den Musikstücken eben auch gezeigt wird. And so a live show is actually a bit, I feel a bit awkward sometimes, you know, it just feels a bit not comfortable. I like to be in my hole. Pedro freut sich, die Musik für Star Citizen zu schreiben. Er mag es, über die Musik dann und wann zu sprechen und natürlich Feedback zu erhalten, damit er auch mal aus seinem Loch herausschauen kann, in dem er sitzt und komponiert, sagt er jedenfalls zu Anfang. Auf die Frage, wie es dazu gekommen ist, dass er die Musik für Star Citizen komponiert, erklärt er, dass er eines Tages Chris Roberts einige Stücke seiner Musik geschickt hat, verbunden mit der Erklärung, dass er Star Citizen für ein großartiges Projekt hält. Damals gab es noch nicht mal ansatzweise ein Spiel. Und so sprachen sie und kamen zusammen, worüber Pedro sehr froh und dankbar ist. Heute geht es demzufolge um den Entstehungsprozess von Musik für Star Citizen und als Demonstrationsstück dient heute das R-Corp-Thema. Das war eines der schwierigsten Stücke bislang, weshalb Pedro denkt, dass es gut demonstriert, wie der Prozess von der Idee bis hin zum fertigen Musikstück aussieht. Dafür blendet Pedro die Arbeitsoberfläche seines Musikprogramms ein. Pedro arbeitet, wie eigentlich so gut wie alle Pros, mit Cubase. But it's always good to, you know, each software has its own adventures and disadvantages. I think for film scoring, this one probably very solid one, very stable, and I like using it basically. So that's one. That's probably most of the software we're going to see today. This one. All right. So what are we looking at? Okay. So this is the R-Corp main theme. Was wir hier sehen, ist das R-Corp-Hauptthema oder was wir hier hören, sehen. Ja. Rechts sehen wir die Noten und es gibt eine Hörprobe. Quite some notes. And let's hear something. Let's hear it. By the way, so, okay. In this track, what the brief I got was very better than showing the track right now. Maybe the brief I got was very about. Am Anfang steht immer die schriftliche Erklärung dessen, was Pedro erstellen soll, die Idee eines Ortes, die Chris Roberts an Pedro vermitteln muss. Zu Beginn hat Pedro sich in Bezug auf R-Corp etwas Kühles vorgestellt, was aber dennoch einen Mix an Kulturen transportiert. Origins and parents from all over, well, for all universe. Mm-hmm. So, how did I try to mimic that into music? So, I'll tell you literally how I thought about it. No, I hope it's not too boring, but no, that's what we're here for, man. Take us through it. So, first I found a sound that would be like
represent the city heart. Kind of strange, right? But let's see. I don't remember, to be honest, which instrument I used. I'm actually trying to open it right now. Oops, sorry. So it was Omnisphere. Ursprünglich sah seine Idee dazu anders aus, die er hier mit Omnisphere oder Omnisphere erstellt hat. Dieser Kernsound sollte das Herz der Stadt musikalisch repräsentieren. Es gab natürlich noch viel mehr Sounds und Überlegungen. That was programmed in Omnisphere, which I felt that had most of this core sound that this city should have. There are other sounds that were created just for this planet, and I can show you. I don't want to mess around, otherwise I'll show it a bit later, but I have like a full set just done for Art Corp, which has some art there. Okay. Mm-hmm. So then I created what I call because all the planets is electrified, so there are lights everywhere, so something that will. Als nächstes dachte er an Elektrizität, dessen Soundidee er nun einblendet. Sound. Hope people can hear it. I'll try to put the mix a bit louder so you can hear it for now. Okay, so it's if you play it, it's like a pad. I mean, it felt to me like there was some static electricity in the air. That's what made me sparkle this instrument. Another one that I used was this was actually a recording I had. This is actually a recording from Tokyo. Hier eine Aufnahme aus Tokio, wo er vor Ort war, um Stadtgeräusche aufzunehmen. Da erinnere ich mich auch noch dran, dass er das über Twitter mal geschrieben hat. Sein Ziel bei allem ist, Töne zu haben, die den Spielern zeigt, dass eine Stadt lebt. Just sterile. So there's a sound also as well, which is like. Hier ein weiterer Elektrizitätssound. It complements the electricity. It's kind of like more of the electricity going on through the neons. That's what I felt when I created this one. Okay, so let's hear a little bit more how this combines with another most important sound. Er spricht noch etwas weiter über den Start des Musikstücks, weil der Beginn sehr, sehr wichtig ist. So this was a sound. So I'm playing. So I felt this kind of sold the idea of wonder, like seeing a planet on a distance. I immediately was sold to this sound, and especially when you play like this. I felt it sounded a little watery as well. Es klingt wie Wasser, als wenn Arcorp ein Pool aus Menschen und Energie ist. Hier wird also die Stimmung des Planeten gesetzt. Aquatic way to describe that. Okay, so that was a kind of some of the more synthetic part of sound. Then another thing I did for the track was to try to mimic how everyone was living in their own pace inside the planet. So this first part is kind of like setting the mood for the planet and also having. Sorry, it's a bit loud because I placed the limiter a bit too loud. And for example, I try to make all the track is multi-rhythmic. So there are several, not only beats per minute, but also tempo measures. So some people are in 4x4, others are in 3x4, others are in 9x8. And so you can let me see if you can I can show you some of the polyrhythm. Auch der Rhythmus ist wichtig, den er hier einblendet. See it? So right here is not so complex. Let's see if but you can hear some of the the rhythms that start to build. Later on, they appear like kind of like this. The marimbas come in, and also a lot of kind of. Die hören sich später so an.
becomes much more. It's culture. I feel just by the hear, I feel that a lot of culture. Yeah. I hear the marimbas. You said there were gongs in there? Is that what I heard? Yeah, so it's like gongs that are. Es spiegelt den Puls der Stadt wieder. So that kind of sound. Let me show you, actually, by playing. Okay. Also, some kind of steel drum is. There's an instrument. Is it also the hand drum? I see. I'm trying to see if I can. Something like that. So in here. So this is the whole texture. So there's also another detail about our chord before I move on to the next part, is the melody, which is which was quite. I found it. Als nächstes ist die Melodie sehr wichtig. Sie muss etwas bedeuten. One of the melodies. Sorry, it's here. Just here. So here is the melody of our chord. The only melody we'll hear. Which is here. I'll solo it so we can hear like. Okay, so how did I do this? As you can see, the first note is A. This is the theme. Wie man sieht, ist die erste Note A, dann C. B, G. A und C steht für R-Corp. Das war kein Zufall, sondern gewollt. Auch die Intervalle sind Planung, kein Zufall. Zwischen A und C sind 3 Halbtöne, folgend 8 und dann 11 Halbtöne. 3 und 8, das gibt summiert 11. Es ist also eine gewisse Verbindung von Mathematik und Musik. Warum? Weil R-Corp eine Ingenieurskunst ist und rundherum bebaut. Deshalb dachte Pedro, dass er das musikalisch widerspiegeln wollte. Musik soll nach Pedros Meinung nicht nur gut klingen, sondern auch eine Mitteilung transportieren. Außerdem steckt R-Corp voller Energie, was auch durch Töne widergespiegelt wird. R-Corp is all engineered to be completely constructed from one side to another. And I felt the melody should also represent, even though people don't hear it at first, but I wanted the melody to have this mathematical approach so everything fits together as in a like a giant Lego construction. I don't know if that makes sense, but it's something I thought. So let's hear that in the mix, how that hears. I think music is... it's not only about making it sound good. I like when music also has some kind of message. And that's something I try to give not only in everything I write, but certainly in Star Citizen and certainly in R-Corp, which is such a, it's such a powerful planet to me. So we can relax make a repetition. So that's the melody for our call. That's the reason. Gleichzeitig hat es etwas Entspannendes. Zwischendrin erklärt Pedro kurz, dass er sehr nervös ist und bittet, das zu entschuldigen. Normalerweise spricht er nicht über seine Musik, weil es sich anfühlt, als würde man sich vor dem Publikum ausziehen. Aber ja, das ist ganz, ganz furchtbar für ihn. Er tut trotzdem sein Bestes. Just for some people to know, I like to have, I don't like to I don't like to expose too much, but this is kind of taking the clothes off, musically speaking. It's one track. So, one track. You still have all the other tracks covered with. So sorry about it. It's just one track, Pedro. We'll have all the mystery for every other track. That's right. That's what I thought. So weiter geht's zum zweiten Teil. Nach der Eröffnung geht's weiter hinein.
in den Planeten, auf den Planeten. Man hört die Kulturen, sieht die Menschen, die dort leben. Es ist, als würden wir selbst dort sein. Jeder Mensch hat seinen Platz in dieser Gesellschaft, lebt seinen eigenen Rhythmus. Jeder steht zu einer eigenen Zeit auf, geht zu einer eigenen Zeit ins Bett. Es ist eigentlich eine anonyme Masse. Die Musik soll dennoch genau das beschreiben, dass wir eine große Masse sind, die trotzdem voneinander abhängig sind. Das sollte dieser Musikkörper widerspiegeln. Ein geordnetes Chaos der Tagesroutine, das miteinander lebt und arbeitet. It's like a complete mess, and this is like a certain, in a way, a nostalgic way to describe how, for me, it's a bit nostalgic that too often we don't work together as we should, as in Star Citizen we're doing. We are working together in Star Citizen to make this a reality. So Star Citizen, in that reason, is very important to me, and I wanted the music to sound to give this. To sell this chaotic daily routine that everyone has, and when we combine everyone's chaoticness, how beautiful we can achieve. Wie schön das eigentlich ist, dass wir gemeinsam etwas erreichen können, das soll dieser Teil des Stückes widerspiegeln. Part we can hear someone singing far away. Das hier ist, als würde jemand in weiter Entfernung singen, als wäre es ein Triumph nach einem Kampf über einen Löwen. Denn obwohl wir in der Masse etwas gemeinsam erreicht haben, ist es doch der Erfolg jedes Einzelnen. Und die Seele des Erfolgs sollte hier anstimmen. Weshalb hier diese leise Solo-Stimme erklingt, die übrigens Pedros Stimme ist, wofür er sich umgehend entschuldigt und hofft, dass sie nicht ätzend klingt. But even when it's like something like when we combine all this, we can hear the soul that's from some of the people. And I want to be a solo voice because I thought this was special. Actually, this is the only track in the game that I sing, and this is my voice actually. So. Hope it doesn't suck, but that was your voice doing the choir. Yeah, I will show it in either. Er spielt sie jetzt mal als Einzelspur ab. Like kind of like that. Damit die Stimme klingt, wie sie klingt, muss er jede Menge Zeug über die Tonspur legen, was er hier einblendet. Jared sagt nun, er hätte gern den Ton, damit er es als Klingelton verwenden kann. Nein. Okay, ich mache es. I use a lot of stuff to not sound so bad. So that's why my voice is usable. That's thanks to the power of everything. You mentioned that you thought ArtCorp was David and Goliath in your mind. ArtCorp, fragt Jared nun, war in Petros Vorstellung ein Kampf von David gegen Goliath. Wer ist, in Bezug auf ArtCorp, David und wer Goliath? Pedro antwortet, dass Goliath in seiner Vorstellung, in Bezug auf dieses Stück, der Planet ArtCorp ist und David jeder einzelne Mensch, der auf diesem Planeten lebt. Wenn man über dem Planeten schwebt, sieht man ihn als Ganzes und ahnt, was da unten los ist. Taucht man aber ein in diese Welt, sieht man jeden einzelnen Menschen und denkt, Jesus, das ist so beeindruckend und lässt einen sich plötzlich sehr, sehr klein fühlen. Er erzählt jetzt von seinen Anfängen als Komponist, seinen Plänen, ein Komponist zu werden. Leute sagten ihm, dass er es sein lassen sollte, weil Menschen aus Portugal nie in der Lage sein würden, etwas Bedeutsames auf die Beine zu stellen. Aber er hat sein Ding durchgezogen und hart gearbeitet.
Und heute kann er beweisen, dass Menschen in kleinen Ländern leben und trotzdem etwas Bedeutsames leisten können. Es kommt also nicht auf die Größe des Landes an, in dem man lebt. Es heißt vielmehr, dass jeder einzelne Mensch etwas Bedeutsames machen kann. People that actually can live in a small country and also do something meaningful, just as well as if you were in a big country. Doesn't matter about the country itself, but it's a bit like even you as a player feel that as a player and more importantly as a backer, you feel that you're not too important in it. But it's not true. Everyone is important as well. And R Corp is like. It's like, I mean, when I first heard that R Corp will be a planet fully constructed, I felt like. Als Chris ihm von R Corp erzählte, dachte Pedro, oh mein Gott, das wird niemals gut aussehen. Als er dann das Endergebnis sah, hat es ihn förmlich umgehauen. Die Musik richtet sich deshalb auch an die Entwickler, die solche unglaublichen Kraftakte umsetzen, wie die Realisierung dieses Planeten. It's also about all the developers and everyone that work in this, on the sound and the audio and the 3D and the I mean the creative design, I mean there's so many artists working here. And the way they pushed, well, work really hard to make this a reality, and we are able to experience it. So I had to do something more meaningful than usual. So that's why I also sang in it. And so I think it was the least I could do. That's what I thought. So should I continue? Absolutely, Pedro. Okay. I hope I'm not saying something. No, you are. Every once in a while, folks who watch the show regularly know that every once in a while, we get to do one of these game dev segments that I may be a little more excited for than most, because I just get to sit here and be a fan for an hour, and that's what that's what this show is. You know, we've been talking about doing this show for a while now, and we finally got to pull the trigger this weekend, I get to spend an hour, much like the viewers do every single week, and just sit here and listen by the fireside as Pedro takes us to class. So you keep going, Pedro. Okay. So, well, thank you for your time. That's what I have to say. So continuing. Mit dieser Sektion hat Pedro die Musik quasi gemorpht, nämlich von 60 BPM Beats per Minute auf 90 BPM. Sie wird also schneller. Das wollte er so subtil wie möglich gestalten. Aber warum hat er das überhaupt gemacht? Pedro wollte einen Tag-Nacht-Zyklus einbauen, in dem sich auch die Geschwindigkeit des Lebens ändert, in einen anderen Rhythmus gelangt. Das wollte er hiermit erreichen. As is to mimic like a day-night cycle in the planet. So when you're sleeping, you know, each place has a certain speed when the sun is down. It has another speed when the sun is up. So that's what I try to mimic here. And let's see. Let's just hear the one. Let's hear the position. Hier bei dem grünen Strich springt die Geschwindigkeit nach oben.
Dieser Teil ist eine Art Höhepunkt, wo alles zusammenkommt. Man hat die Eingangsharmonien, all die Leute, die auf dem Planeten leben und die Stimme des Erfolgs. Außerdem hört man den neuen, etwas schnelleren Beat. Insgesamt hofft er, dass der Community das Stück gefällt. Er erwähnt übrigens nebenbei, dass er viele Zusendungen an Musikstücken erhält und sich sehr darüber freut. Häufig antwortet er aber nicht wegen Zeitmangels. Aber er hört sich alle an und freut sich darüber. I hear what people write and I consider them. Even if I don't reply, I always consider them. Which is, I think that's important as well. And also you hear the new moving beat and hopefully it gives a nice sensation to people. I don't know, I like it as it is. That's Well, if according to the chat, they seem to like it too, Pedro. You're doing great. Okay, thank you. I'm not seeing the chat, so yeah. I'm just seeing my screen. Otherwise, it would be a mess. Were there French? Jared fragt nach French horns, französischen Hörnern, von denen tatsächlich zwei zum Einsatz kommen, nämlich im Rahmen der Anfangsfanfare. Yeah. I'm listening in a little IFB, so it gets kind of crushed down for me, so it's hard for me to pick that out. But I've always been a fan of French horns, that's why I was. So there it is, AC, R corp again, BG, so the 8-3 interval, 8 semitones interval, and 11, which is 3 plus 8. So. The French horns selling the melody subtly among everything else. And so that's how R-Corp. Das ist es, wie das R-Corp-Thema zusammengekommen ist oder zustande gekommen ist. Pedro mag es sehr, obwohl es etwas mehr Zeit als andere Titel in Anspruch genommen hat. Warum ist das so? Pedro erklärt hierzu, dass er vor allem ein Gamer ist. Und zwar nicht nur ein Casual Gamer, so von Zeit zu Zeit mal ein bisschen spielen, sondern insbesondere als junger Typ war er ein Hardcore Gamer. Er hat also unzählige Stunden nur gespielt und kennt daher das erhebende Gefühl, wenn Dinge am Ende so perfekt sind, wie sie sein sollten. Normalerweise benötigt er für ein Musikstück eine Woche. Für R-Corp hat er wesentlich mehr Zeit investiert, aber am Ende denkt er, dass es sich gelohnt hat. An dem Planeten und dem Ergebnis sieht man, dass die Entwickler es immer wieder und wieder und wieder überarbeitet haben, damit es aussieht, wie der Planet eben heute aussieht. Diese absolute Leidenschaft und Verbundenheit hat er selber zu seiner Musik, weil Pedro Musik ist, wie er erklärt. Er hofft, dass er dem Planeten durch seine Musik ein Stück mehr Bedeutung verleihen kann, die er verdient, also der Planet. Und dass wir mehr in das Spielerlebnis hineingezogen werden, dass uns die Musik berührt. Pedro hat hier ein besonderes Interesse, weil er sich selber von Kindheit an durch Musik mit Computerspielen verbunden fühlte. Er nennt hier Speedball 2 und Stormlord, die eine so großartige Musik mitbrachten, dass Spieler immer noch einmal mehr spielten, einen Schritt weiter gingen. Und so etwas möchte er für Star Citizen erreichen. Zur Auflockerung gibt es nun eine Frage aus dem Chat. Sie lautet, was die grundsätzlichen Einflüsse für Pedro gewesen sind auf seinem Weg zum Komponisten. Im Hinblick auf Spiele hat Pedro mit Spectrum gestartet, hatte dann natürlich einen C64, aber die ersten Weichen hat definitiv der Amiga 500 gestellt. Es gab ja eines Tages als Beilage einer Amiga-Zeitschrift die Demo-Version eines Musikprogramms und das war der Startpunkt, an dem er begonnen hat, Musik zu komponieren. Das hat er vom ersten Zeitpunkt an sehr genossen. Als sein Vater das erste Stück hörte, leider verstarb er kurze Zeit später an Krebs, wirft Pedro ein, aber sogar sein Vater liebte Videospiele, war er total begeistert und sagte Pedro, dass er das Musikstück liebte. Sein Vater war übrigens totaler Fan von Wing Commander. Er liebte Musik
insbesondere klassische Musik, und es besteht kein Zweifel, dass Pedro hier die Wurzeln seiner Liebe zur insbesondere klassischen Musik hat. So, natürlich ging der junge Pedro nach diesem Erlebnis nicht los und sagte, hey, ich werde Komponist. Er wusste zunächst ab diesem Zeitpunkt, dass er Musik kennenlernen wollte, dass er Musik spielen wollte. Und so hat er ganz klassisch gelernt und betont dabei, dass es wichtig ist, Musik von Hand schreiben zu können. Er zeigt hier einige Noten des Bach-Chorals in die Kamera, deren Noten er zur Übung aufgeschrieben hat. Das ist insofern wichtig, weil es heutzutage mit der ganzen Technik es bei weitem zu einfach ist, etwas zu erstellen, das cool klingt. Aber wenn etwas cool klingt, bedeutet es nicht, dass es bedeutend klingt. Mit Musik etwas Bedeutsames zu erstellen und natürlich auch etwas Harmonisches, das ist etwas, was er bei all seinen Kompositionen umzusetzen versucht. Außerdem der Umstand, dass man nie aufhört zu lernen. Sicherlich gibt es andere Wege, gute Musik zu schreiben, aber das ist sein Weg. Jared erzählt nun, dass er vermutet, dass Pedro und er ungefähr ein Alter sind, weil jedes Mal, wenn Jared die Musikstücke von Pedro hört, fühlt er sich zurückversetzt in die 80er. Er sieht sich wieder vor seinen 10 VHS-Kassetten sitzen, die ihm gehörten und deren Filme er vermutlich hunderte Male angeschaut hat. Von Musikeinflüssen sprechend, stimmt es, dass Pedros Musik durch diese Zeit der 80er geprägt ist? Fragt Jared. Und absolut, antwortet Pedro, ja. Zurück in die Zukunft, Gremlins, Kevin allein zu Haus, Splash, die Meerjungfrau und natürlich Star Wars. Das sind nur einige der Filme, die er und sein Vater geliebt haben, nicht zuletzt wegen der Musik. Während gerade das Projekt zur Musik des Werbeclips der 300er-Serie von Origin lädt, erzählt Pedro über seine Ideen zu dem betreffenden Musikstück. Am Anfang sollte es etwas sein in Richtung Fly Me to the Moon, flieg mich zum Mond. Dann gingen seine Überlegungen in die Richtung, dass er etwas Existierendes, einen Standard, neu erschaffen wollte. Etwas nach Art eines Bossa Novas. Die Herausforderung war hier, dass die Musik auch mit dem Video synchronisiert werden musste, weil in diesem Fall das Video bereits existierte. Und das ist schwer, Musik an einen bestehenden Videoclip anzupassen mit seinen wechselnden Farben und Tempi. Wirklich, wirklich nicht einfach. Okay. So. I'm not sure if this was the final version. So, but let's. Hier musste die Musik korrespondieren mit den Bildern, ohne dabei zu gezwungen, zu künstlich zu klingeln. Come fly away, I'll take you on the starflight, head over heels. You and I will fall again and then. So here you can hear the saxes coming in is when you go to space. And so. We'll fall again and then through the magic of moonlight. Hand in hand, we'll forget about the world and fly from the crowd. Also this part had to sync with the ship going up and down. So I had to figure out something that didn't sound artificial and in time. Just you holding me tight. One more time, you and I will fly. Yeah, this part. Dabei muss die Musik trotz allem auch die Bilder verkaufen, weshalb es hier zu einem Trommelschlag beim Schuss kommt. Complete sound effects, so the music also had to sell what was going on screen, so in this part. One more time, you and I will fly. So high the sky, think I might them on us tonight. Come on, let's start flight with me. This is also another part. I had to extend some measures and still try not to feel artificial, so when the ship turned around,
the music had a the chorus came again, so. Let me show you a little bit more about it if you want. You want some instruments? Okay, so first of all, this is when Bach comes handy. The first part with the trumpets, you have to use really a lot of harmony going on, and you have to use the drop two technique. So the second note counting from top is down one octave. Jetzt geht Pedro wieder in die Einzelspuren. Hier geht es darum, wie man Bossa Nova und Trompeten mit etwas Technischem verbindet, einem technischen Hauch. Deshalb hat er hier etwas Jazziges mit eingebunden und erwähnt nebenbei, dass das Erlernen von Jazz für einen Komponisten auch sehr wichtig ist. Das Piano, was man hier hört, das hat Pedro gespielt. Another thing that I came up when I was composing was create this hook. Diesen Hook hier, den findet Pedro sehr wichtig, weil er den Zuhörer mit der Musik und dem Video verbindet. Bei diesem Mädel hier ist Pedro sehr wichtig, dass sie alleine ist. Also nicht wegen der Musik, sondern weil sie voll Pedros Typ ist. I was like, man, she was nice alone. But it made sense to be together, by the way. It just... Okay, so more. Let's see. Maybe people want to see the instruments. I think there was some question about VSTs. Did he get some of the technical parts? So we, after school, and so in this case, I use stuff from... Orchestra tools, it's cool stuff. Im Hinblick auf die genutzten Instrumente zeigt Pedro hier jetzt noch einige Beispiele wie die Trompete. Instrument have very cool. Is a multi just had that like so I can get like. As it reminds me of Henry Mancini. Sorry? Reminds me of Henry Mancini. So you better got a good piano. So I don't know. No. That's kind of cool. We're working towards a theme song for Star Citizen Live now. and the bass is here, which was the bass, so people can see. Trying to open. It's it's probably from Trillian, this one. Yeah. Oh, actually, this note does not play because E is the lowest note on a contrabass. For jazz, is always the E. In the concert, you can get. Hier erklärt er, dass man beim Kontrabass eine tiefste Note hat und das ist das E. Dementsprechend kann oder sollte man auch bei einer digitalen Erarbeitung nicht
tiefer gehen als das E. Als das, was also ein Kontrabass natürlich als tiefste Note spielen kann. Slap in the bass. Yeah. Sorry? Don't do it. I'm just having fun. Continue. Sorry, I was thinking about this. I didn't. Or maybe it's because I'm a Portuguese. And that's the problem. That's why I said they said that you're a Portuguese, you're never going to get anything. You don't get the jokes. That's okay. The secret is getting the jokes. You're better for not getting it. I imagine. So in this case, it's VSTs. Everything you hear in this one except the voice was actually VSTs. Also, something I can... it's a bit weird. Let me show you. So pianos, what else do we have here? Somebody in the chat was asking, you've done a number of different genres for Star Citizen. Would you ever consider... Eine weitere Frage aus dem Chat. Pedro hat schon die unterschiedlichsten Musikgenres für Star Citizen bedient. Wird er irgendwann mal Heavy Metal in Erwägung ziehen? Das hat er bereits getan. Das ist zwar schon länger her, und zwar im Jahr 2014. Aber da gab es ein Musikstück für das FPS-Modul. Die E-Gitarre wurde damals von einem der Audiodesigner von CIG gespielt. Dieselbe Gitarre gibt's nochmal in dem Track First Light, ganz subtil am Ende, einem Stück, das ursprünglich für den Starfarer-Werbeclip geschrieben wurde und später im Big Guns of UEE-Clip nochmal hinterlegt wurde. Weiter geht's mit den Instrumenten des 300er Serious Rework Videoclip Musikstücks. I could find it, but maybe I will lose some more time. Yeah, we're almost out of time here, so let's... So this is the vibraphone. Yeah, so, and more. So, I mean, so... About the vocals, so let's hear about the vocals. This is probably the MIDI. So the vocals are here. I did some. This is where the takes from the vocals. Mm-hmm. I'm not going to show it because otherwise we're ruined. Let me see what's right. Oh gosh, I showed something that I shouldn't. Let me see what's spring. That was not intended to be heard. And what did I place? It's just so much. Oh, sorry. I hit the track, so I didn't show up. And let's see if I can hear. Where is the vocal? I don't know where I placed it. I literally don't know. Pedro sucht nach einer bestimmten Spur, die er gerade nicht findet, in diesen Hunderten an Spuren. Er erklärt hierzu, dass ein Projekt oder wenn ein Projekt beginnt, dass dann alles ordentlich nummeriert und sortiert ist, aber je mehr ein Projekt fortschreitet und je mehr Versionen es von einem Stück gibt, desto chaotischer wird es, bis irgendwann die Kontrolle so gut wie verloren ist. Come fly away, I'll take you on the starflight. Head over heels, you and I will fall again. Oh, the harmony is not here. Where is it? I'm muted. Sorry about it for everyone. No, honestly, this is the most honest part about this process. And you know, I've worked in music for a number of years. Getting lost in the hundreds of tracks is a very real and very honest part of this process. I don't know, because it's just too many versions, and then you start a project and everything is named and labeled correctly. As time goes out, and you just start to lose it, and that's what happened here. Weird. I don't know. Anyway, I don't know if anyone, maybe do you feel there's this. Well, there's not much I could explain here. Yeah, it's all right. It's a more basic track, but still hard to be done. But a bit more, not so much. Just a structure. In this case was ABB. We had to make chorus two times and finish. Es gibt hier nicht viel weiter zu erklären. Im Grunde ist es ein einfaches Stück Musik, aber dennoch, wie erklärt, ziemlich herausfordernd. When I was doing it, seemed really hard. Now it's done. Sounds so obvious. I don't know if it happens to everyone. That's all right. But it happens. We're pretty much at the end of the show. We'll just take a couple more questions from the chat.
If you want to switch back to your camera there, Pedro. Or maybe if they want to see any more, some of the tech or any advices or something, I don't know. Well, we only got about 3 minutes at this point. So somebody was asking, this is always a tough question for any musician. Who's your favorite music composer? Nächste Chatfrage. Wer ist Pedros Lieblingskomponist? Nach einigem Nachdenken nennt er Giovanni Pierluigi da Palestrina. Da habe ich kurz auf Wikipedia nachgeguckt. Wahrscheinlich 1525 in Palestrina, Region Latium, geboren. Am 2. Februar 1594 in Rom gestorben. War ein italienischer Komponist, in der Nachfolge des franco-flämischen Stils Sänger und Kapellmeister der Renaissance sowie ein herausragender Meister der Kirchenmusik. Pedro erklärt hierzu, dass Palestrina insofern wichtig ist, als dass er der Erfinder der musikalischen Harmonien gilt, die dann von Bach verfestigt wurden. Die Lehren von Palestrina und Bach waren so gut, dass sie schließlich zu Regeln wurden. Insofern wählt Pedro als seine Lieblingskomponisten Giovanni Palestrina und Johann Sebastian Bach. Dann zählt er noch weitere auf und erklärt, dass es wichtig ist, die Ursprünge der Musik und Musikstile zu betrachten, auf sie zu schauen. In der aktuellen Zeit ist John Williams einer seiner favorisierten Komponisten und übrigens auch einer der favorisierten oder der favorisierte Komponist von Jarrett. Deshalb, oder in diesem Rahmen, unterhalten sich beide noch über Dirigenten und wie wichtig es ist, ein Orchester zu steuern und Musik zum Leben zu erwecken. Jarrett erzählt von einem Erlebnis, das er mit John Williams hatte, bei einer Live-Vorführung, so verstehe ich das. Da stimmte irgendwas in der Percussion-Sektion des Orchesters nicht und John Williams, der ging immer weiter in Richtung dieser Sektion des Orchesters und lehnte sich immer weiter, bis er quasi fast waagerecht in Richtung dieses Orchesterteils, dieses Percussion-Bereiches lag und es tatsächlich schaffte, sie wieder in den Rhythmus zu bringen. Und da hat Jarrett zum ersten Mal verstanden, wozu ein Dirigent eigentlich wichtig ist, was der macht, wie er das Orchester steuert. Ja, und das bestätigt Pedro natürlich und erzählt in diesem Zusammenhang, dass es zwei Stücke gibt, die er von einem Orchester samt Dirigenten hat einspielen lassen. Und natürlich ist das Majesty of Space, das Star Citizen Hauptthema und die Musik für den Arena Commander. Pedro sagt, dass insbesondere Majesty of Space ihm sehr, sehr wichtig gewesen ist und er denkt, dass der Einsatz des Orchesters das ist, was ihm die Community geöffnet hat. Er kann sich noch sehr gut daran erinnern, dass der Dirigent vor dem Orchester stand und erklärt hat, dass sie sich der Musik öffnen sollen. Pedros Komposition einatmen, atmen sollen. Und das hat Pedro sehr, sehr glücklich gemacht.